Ein neuer Tag, eine neue Quest und scheinbar ist der hier auch nur am Tag da. Rief. Ich habe wirklich keine Zeit. Niemand möchte die Schicht mit mir wechseln. Was soll ich tun? Oh, Reisender, hey, warte, Reisender. Was ist los? Tut mir leid, dass ich dich anhalte. Ich wollte dich nur fragen, ob du Zeit hast. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Sag schon. Du möchtest mir helfen? Danke, danke, danke. Die Sache ist so, ich habe einen Blumentopf und Blumensamen bei Asalai bestellt. Ich hatte einen Freund gebeten, sie abzuholen. Aber er hat plötzlich einen Auftrag erhalten und kann mir nicht mehr helfen. Und ich finde keine Alternative so kurzfristig. Reisner, kannst du zu Asalai gehen und den Blumentopf und die Blumensamen mitbringen? Ich habe gehört, dass er gerade am Dorfeingang auf die Warnerabnahme wartet. Wofür brauchst du das alles? Ich möchte die Blumen und die Samen meiner Freundin Nermin schenken. Ihr geht es nicht gut, gesundheitlich, und sie kuriert sich zu Hause aus. Du hast gesehen, das Arudorf wird von einer Wüste umgeben und es gibt hier so gut wie keine Pflanzen, kein idealer Ort für Patienten. Ich habe vorher schon ein paar Pflanzen gekauft, um bei ihr abgestellt. Weißt du, es ist schwer, gute Laune zu haben, wenn man so lange im Haus bleibt. Ich habe sonst viel bei der Arbeit zu tun und kann ihr tagsüber keine Gesellschaft leisten. Nur abends kann ich Zeit mit ihr verbringen. Deshalb habe ich mir gedacht, vielleicht kann sie ein paar Blumen anpflanzen und sich die Zeit vertreiben. Sonst denkt sie ständig an ihre Krankheit. Ich hatte nicht erwartet, dass die Dinge so schief laufen würden. Ich kümmere mich sofort darum. Danke, bringe sie direkt mir, sobald du sie hast. Ich musste erst die Samen streuen, den Boden lockern und ihn dann spritzen. Nermin ist relativ schwach und darf sich nicht überanstrengen. Sandblume. Okay. Noch eine andere Lieferung. Über Refswaren. Du meinst die Waren, die Ref bei mir bestellt hat? Ich habe gerade eine Lieferung bekommen. Sie hat alles, was er braucht. Aber er hatte viel eingekauft. Bist du gekommen, um seine Waren abzuholen? Sehr, sehr schwer. Außer dem Blumentopf hat er verschiedene Samendünger und Gärtner und Utensilien gekauft. Zusammen sind die Dinge nicht leicht. Hast du das alles alleine? Ich hab's ihnen versprochen. Wenn das so ist, ich packe seine Bestellung ein. Du leistest ihnen einen großen Gefallen. Na dann bringen wir ihnen mal die Sandblume. Reisner, hast du die Sachen mitgebracht? Das ist alles. Ich danke dir, Reisner. Möchtest du einen Blumenladen eröffnen? Ah, ich wollte mehr auf einmal kaufen, damit ich nicht ständig neu einkaufen muss. Ruh dich kurz aus. Ich pflanze zuerst die Samen und dünge den Boden. Okay, schon pflanz mal ein. In Ordnung, das sollte reichen. Nermin braucht nur die Blumen zu gießen. Reisner, könntest du mir bitte helfen, diesen Blumentopf zu Nermin zu bringen? Warum gehst du nicht selbst? Ich muss auf die Kreuzung aufpassen. Wenn wir Waren oder Getreide geliefert bekommen, muss sie jemand aus dem Dorf abnehmen. Die Temperatur in der Umgebung, du solltest es selbst schon gemerkt haben, wenn das nicht zügig geht, geht die Ware vor Hitze ein. Ich bitte dich, Reisner, Nermin wohnt hier in der Nähe. Du musst ihr nur diesen Blumentopf bringen. Für den Rest lasse ich mir etwas anderes einfallen. Ja, wie jetzt? Ah, da unten.
platzieren. Jemand im Haus hört etwas. Hallo, gibt es etwas, womit ich dir helfen kann? Über diesen Blumentopf. Das hat Ref mir geschenkt. In diesem Topf sind Blumen. Wirklich danke, dass du sie gebracht hast. Der Topf gefällt mir sehr. Aber kann ich mich wirklich gut um sie kümmern? Du hast noch nie Blumen angepflanzt? Ich bin nicht besonders begabt, was Pflanzen angeht. Viele Pflanzen sind unter meiner Obhut vertrocknet. Ich glaube, dass die Blumen sogar noch zerbrechlicher sein müssen, wenn ich sie im brennenden Wind in der Wüste wieder verdorren lasse. Ah nein, die Blumen sind bei mir, also werde ich mich richtig um sie kümmern. Oma Kulsum weiß bestimmt, wie man das Problem lösen kann. Okay. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Also am leichtesten. Hier hinten, okay. Irgendwie. Ach nö. Kein Hakenpunkt. Mir ist kein Licht gerade wahrnehme. Eisner, du bist wieder da. Danke für deine Hilfe. Was hat Nermin dazu gesagt? Sie hatte Angst, dass die Blumen vertrocknen. Ach, das werde ich mit ihr zusammen angehen. Im schlimmsten Fall fragen wir jemanden. Im schlimmsten Fall suche ich etwas, was leicht zu pflanzen ist und nicht leicht vertrocknet. Jedenfalls danke ich dir für deine Hilfe, Reisender. Hier ist die versprochene Belohnung. Ich bringe Nermin gleich die anderen Sachen. Warte, haben die Gärten und den Seen etwa keine Bedienungsanleitung? Ich habe keine Ahnung, wie man sie benutzt. Ja, gut. Gärtner, der keine Ahnung hat. Läuft bei denen. Dann hier alles fertig, schreib mal. Join the Aramites and embrace a wonderful new life. Vielleicht müssen wir dann die Pflänzchen dann gießen. Das ist zumindest nicht wundern. Time to go. So, erst machen wir keine Quest hier. Die ich zumindest jetzt sehe. Daher würde ich mal sagen, ich habe wohl, Moment, das andere könnte vielleicht ein bisschen kürzer sein. Spieler Ranakins Melodie. Ist noch eine Quest. Ja. Ah ne, wenn ich das nutze, müssen wir dahin. Wir müssen es nicht nutzen, aber ich habe keine Lust auf die Höhle. Und ich muss kurz die alte Leier. Die ist alt und wir brauchen sie. Time to go. Wenn alles passt, passt die Höhe auch. Also. Hm.
Er kommt, hallo, kleines Ding. Anakin ist ein kleines Ding, du fliegendes weißes Ding, es bist klein. Übrigens, goldener Sand, Nara, woher erkennt ihr dieses Lied? Also, du hast es uns beigebracht. Genau, du hast uns das Lied auf unseren letzten Abenteuer beigebracht. So ist das, Anakin ist nicht besonders hell, aber ihr wirkt nicht wie Sand. Der Sand ist Valuka, der böse Nara und wir sind gute Nara, das hast du uns gesagt. Ah, ich habe euch sogar das gesagt. Haha, richtig, da erzählen wir ihnen von unseren früheren Erlebnissen. Oh, Anakin ist nicht besonders hell, aber ihr solltet die Wahrheit sprechen, aber Anakin erinnert sich nicht mehr. Es tut mir leid. Das muss dir nicht leid tun. Dinge zu vergessen ist das Natürlichste der Welt. Außerdem können wir wieder neue Freunde sein. Anakin ist ein gutes Kind. Da wir alle gute Freunde sind, folgt mir bitte. Hey, aber goldener Nara, weißes Fliegeschen, folgt mir zu meinem Haus. Dein Haus? Okay, gleich dort drüben, okay? Wir leben im großen Baum dadurch, ich war nicht der Erste. Der große Baum war ursprünglich das Zuhause eines Nares. Anakin kann ihn damals wahrscheinlich und hat ihn wohl getroffen, aber Anakin kann sich wirklich nicht mehr erinnern, genau wie Anakin sich auch nicht an euch erinnern kann. Da fällt mir ein, dass er zumindest mit dem Nares war. Ich habe es immer noch nicht. Ich habe ihn wohl auch mal lieb beigebracht. Als Tag wird er wieder zurückkehren, nicht wahr? Genau wie ihr. Und das ist ein Haus. Okay. Wir sind da, hier ist es. Das ist mein Haus. Bitte ruht euch hier aus. Okay. Also das als ein Haus habe ich jetzt auch nicht erwartet. Aber ein bisschen luftig hier, kein Dach. Versuchen. Oh, das ist Naras Instrument. Anakin hat es wohl verwahrt, aber er kann nicht mehr singen. Die Saiten sind verstimmt. Eine altmodische Ode, die mit mehreren Namen versehen ist, trotzdem sorgfältig repariert und gepflegt wurde. Naras, wie heißt das? Anakin muss nicht darauf schlafen, das erkennt er den Namen nicht. Das ist ein Bett, er wirkt sehr neu. Hat hier jemand geschlafen? Nee, Anakin putzt es ständig. Ihr könnt hier schlafen, wenn ihr möchtet. Oben sind noch Blätter, die Nara hinterlassen hat, aber ich kann sie nicht verstehen. Die Blätter verwenden die Nara, um Erinnerungen aufzubewahren. Nara schreiben auf die Blätter und setzen sie zusammen, aber Anakin kann die Worte der Nara nicht verstehen. Meinst du ein Notizbuch? Ein Notizbuch, das ist es, womit die Nara ihre Erinnerungen aufbewahren? Oder stimmt Anakin, macht es dir etwas aus, wenn wir nach oben gehen und das Notizbuch lesen? Mir keines Feindes. Sehr schön. Notizbuch? Hier. Uraltes Notizbuch. Ich habe die Quad, die Onkel Buck fallen gelassen hat, wieder repariert. Also kein Grund mehr, hier so ganz allein zu weinen. Ja, wenn du traurig bist, dann unterhalte dich doch mit mir, KM. Ich wurde in die Akademie aufgenommen. Glückwunsch an mich selbst. Ich will nicht Braut eines Soldaten sein. Stattdessen will ich zur großen weisen Seemann werden. Hey, der große Musiker Irfram und der überschlaue Kayam, vergesst mich nicht, wenn wir uns trennen. Insbesondere du, Kayam. Vergiss mich nicht. Auf bald, Notizbuch, auf bald. Irfram und Seemann, meine besten Freunde. Ich hoffe, der Wald wird unsere Geschichten nie vergessen. Und ich hoffe, wir werden einander nie vergessen. Der Rest besteht
aus den bunt durcheinandergewürfelten, freudigen und traurigen Erinnerungen der Kinder. Arakanakin ist verschwunden, ich weiß nicht seit wann, doch er ist fort. Auch für mich wird es Zeit, mich von der Ort zu verabschieden. Ich sollte Handwerker werden, wie Vater es sich erhofft hat. Hier scheint noch mehr aufgeschrieben worden zu sein, doch es wurde mit schwarzem Tinte durchgestrichen. An mein zukünftiges Ich, das in vielen Jahren dieses Notizbuch lesen wird, soll es zu Arakin und die anderen auf wundersame Weise ein weiteres Mal treffen, dann schenk ihm bitte diese Blume zurück. Hä, da scheint etwas aus dem Buch gefallen zu sein. Es scheint eine Blume zu sein. Sie sieht genauso aus, wie die wir erhalten haben. Getrocknete Blume. Okay. Was für Erinnerungen stehen in ihm? Was seht ihr? Der Besitzer des Notizbuchs scheint dich zu kennen. Ist das so? Ich kann mich nicht erinnern. Er sagt, dann kann ich nicht mehr sehen, weil er erwachsen geworden ist. Oh, das Erwachsenwerden bringt viel Ärger mit sich. Ach ja, schreibt im Notizbuch, dass diese Blume für dich ist. Hier. Das ist eine wichtige Blume. Was macht sie bei dir, bei ihm? Eigentlich hast du uns eine gleiche Blume gegeben. Du erinnerst dich nur nicht mehr. Wenn das so ist, können wir wieder Freunde sein. Aber was ihn angeht, ich kann mich nicht mehr an sein Gesicht erinnern. Schon gut, schon gut. Du musst nicht traurig sein. Wir haben die Blume. Sie bringt dir hier bestimmt mehr Erinnerung. Ja, weiß es fliegt. Hat recht. Ich bringe diese Blume zurück. Matijima sollte wissen, wie man sie erweckt. Nachher Äther und weiße Fähigkeiten, ich gehe zurück zu Aranaga und werde sie einpflanzen und ihren Liedern zuhören. Falls ihr Zeit habt, kommt vorbei. Ja, bestimmt. Alte Freunde. Damit kann ich dann auch, ich mir ja auch extra markiert, dass da was ist. Und wir könnten ja direkt mal hier. Kann man direkt mal abgeben, das Ganze. Die Ansehenspunkte brauchen wir ja so oder so. Tja. Sandblume. Ach schade, alte Freunde ist kein Ansehenspunkt. Aber wir haben ja schon ein bisschen was hier geschafft. 19 von den 31, sondern nicht alles, aber sind auf einem guten Weg. In Sande verloren, Afratos Sorgen und wegen schmuggelnden Apparatus Sorgen, würde ich mal sagen, machen wir als nächstes. Weil da weiß ich in etwa wie und was. Aber ich denke mal, ja. Gehen das dann in der nächsten Folge mal an, würde ich sagen. Das würde mich auch so ein bisschen, ja mal, ein bisschen kenne ich das schon. Also zumindest in die Ecke vom Sammeln her. Ja, das wird ganz lustig.